Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Das letzte Mal haben wir das If-Statement schon in Aktion gesehen. Ja? Jetzt möchte ich es nur ein bisschen auflisten, bevor wir zum Switch-Statement kommen, dass wir das auch niedergeschrieben haben, dass wir das schön irgendwie gesammelt haben. Ja? Also If-Statement. Wir haben gesehen, wie beginnt das If-Statement? Das If-Statement beginnt mit dem Wort if. Ja? Ist gut. Haben wir das einmal. Ja? Dann machen wir Klammer auf und da drin schreiben wir eine Bedingung. Ja? Oder Condition heißt es da. Ja, also das ist die Bedingung auf Deutsch. Condition ist Englisch und auf Deutsch heißt das Bedingung. Die kann entweder wahr oder falsch sein. Ja? Die ist entweder wahr oder falsch. Auf Englisch true oder false. Ja? Das ist also eine Bullshit-Aussage, eine Wahrheitsaussage. Ja? Und dann, habe ich gesagt, sollten wir schauen, dass wir eine geschwungene Klammer aufmachen. Wir müssen keine geschwungene Klammer aufmachen. Aber wir sollten eine geschwungene Klammer aufmachen, weil dann können wir nämlich da verschiedene andere Befehle, Expressions. Expression 1, back, 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 irgendwo mal ein Strichpunkt. Expression 2. Können wir programmieren, was wir wollen da drin. Ja? Und so weiter. Machen wir geschwungene Klammer zu. Wenn wir geschwungene Klammer auf nicht machen, können wir genau eine Expression hinschreiben. Ja? Wenn wir später drauf kommen, dass wir mehrere Expressions da drinnen brauchen, müssen wir die geschwungene Klammern dazu machen. Wenn wir es gleich von Anfang an machen, haben wir nur eine. Ja? Was macht das? Ja? Diese Befehle werden ausgeführt. Geführt natürlich, wenn Condition true ist. Okay? Also wenn das wahr ist, wenn das, was da drin steht, eine wahre Aussage ist, dann werden diese Expressions ausgeführt. Und dann sind wir fertig. Sind wir fertig? Ich kann nachher noch etwas dazu programmieren. Dann sagt, okay, was ist, wenn es nicht wahr ist? Dass ich sage, also entweder kommt da eine oder woanders, ja, if this und oder else. Ja, else, also wenn das nicht ist, ja, else. Und da gilt genau das Gleiche. Da machen wir auch eine geschwungene Klammer auf und irgendwann machen wir eine geschwungene Klammer zu. Und da ist expression 1, andere Expression 2, da kann ich irgendwas anderes programmieren. Ja? Kann ich was anderes programmieren und das wird halt nur ausgeführt, diese Ausdrücke, die werden ausgeführt, wenn Condition false ist. So schaut das aus. Ja? Also entweder ich führe das aus, wenn das true ist, oder ich führe das aus, wenn das false ist, das da, und jetzt mache ich da etwas dazu, das da schätze ich in so eckige Klammern, das ist üblicherweise, dass man sagt, okay, das kann man auch weglassen. Okay, das heißt, das da unten ist optional. Ja? Else, das ist optional. Ich werde es da einfach so grün zeichnen auch. Dann erkennt man, dass das optional praktisch da dazu gehört zu diesem Bereich. Okay? Das ist das If-Statement. Ich kann sogar, diese Condition wird übrigens einfach als Bool interpretiert. Ich kann da zum Beispiel auch einen Integer hinschreiben oder eine Zahl. Dann ist, was ist dann? Ja? Dann ist wahr, also false ist immer 0 und wahr ist nicht 0. Das heißt, wenn ich da einen Integer drin habe und der ist 0, dann ist das false, dann kommt ein else-Zweig.
Weil ich dann Integer drin habe und das nicht 0, und jetzt ist egal, ob das 1, 2, 3, 4, 5, minus 1000 oder was ist, nicht 0, ja, dann ist es true und ich komme in den if-Zweig. Sollte man aber nicht machen, ist eigentlich ist es ein bisschen schier. Ja. Wenn man wirklich ein Integer hat, machen wir bitte einen Vergleich, ist gleich 0 oder größer gleich 0 oder klein. Dann ist das wirklich eine Wahrheitsaussage, dann kennen wir sie aus. Einfach ein Integer da hinschreiben, ist eigentlich eher so schier. Hat sich einer keine Zeit genommen, um einen wartbaren Code zu schreiben, einen lesbaren, verständlichen, auf den ersten Blick verständlichen Code zu schreiben. Das war so das If-Statement. Und ich habe im letzten Video schon gesagt, ehrlich, ne? Wenn man mehrere If-Statements untereinander hat und die beschäftigen sich immer mit der gleichen Condition, wo man eine Variable so vergleicht, da gibt es was anderes. Da gibt es nämlich das Switch-Statement. Und da schauen wir uns im nächsten Video an, wie das Switch-Statement an und für sich funktioniert. Ja? Wenn wir sie anschauen, ja, mal wieder live. Ja, und dann sehen wir eh weiter. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.